Moin, aber bei mir ein kleines Video zur Razer Onata Version 2. Ich habe jetzt ein Upgrade gemacht. Ich habe die Black Widow rausgeworfen, weil ja im Homeoffice war es dann doch ein bisschen laut manchmal dann damit. Deswegen musste ich da umsteigen. War dann erst auf der Onata Version 1 unterwegs und habe jetzt, da es ein bisschen im Angebot war, die Version 2 bestellt. Bei mir war auch bei der Version 1 hier, ich kann es noch einmal zeigen. Das Ganze langsam aufgelöst. Ansonsten sieht man im Vergleich, ist das eigentlich sehr ähnlich. Ist ein bisschen anderes Material. Und die hier, die erste Version, ist ein bisschen höher von der Kante her. Aber ansonsten macht es nicht so einen Unterschied. Was sich aber besonders geändert hat, sind die Funktionstasten, die sich ein bisschen bewegt haben. Und hier der Lautstärkeregler, was ich sehr angenehm finde, ist einfach nur so ein Rad. Da können wir jetzt drehen, statt über die altbekannte FN-Taste die Lautstärke anzupassen. Und ansonsten haben wir hier, das Display ist hier runtergewandert. Hier, die Tasten sind jetzt auch einfach so abrufbar. Das ist auch ganz nett. Und ansonsten ist es eigentlich relativ ähnlich. Es fühlt sich an, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht auch einfach was Neues. Aber als wenn das hier ein bisschen, ja, ein kleines Upgrade erfahren hat, ist ein bisschen fester im Griff und das Material fühlt sich auch ein bisschen, ja, ein bisschen erhabener an. Die Tasten selber sind auch von der Machart ein bisschen anders gestaltet. Die sind ein bisschen glatter als die Version 1. Und ansonsten ist da eigentlich gar nicht so viel Veränderung drin. Der Anschlag ist ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Und ja, insgesamt bin ich damit eigentlich sehr zufrieden.